Die Reutlinger Liberalen haben zum 9. Mal den Julius-Forer-Preis für bürgerschaftlichen Einsatz in Reutlingen verliehen. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die mobile Jugendarbeit der Hilfe zur Selbsthilfe. Das gemeinnützige Unternehmen unterstützt ausgegrenzte und benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. Dabei bietet die mobile Jugendarbeit ein niederschwelliges Angebot für Menschen, die sonst durch das System fallen. Ein Problem während der Corona-Zeit war beispielsweise die erschwerte Erreichbarkeit des Jobcenters. Das führte zu Schulden, Mietrückständen und Räumungsklagen mit folgender Wohnungslosigkeit. Hier unterstützte die mobile Jugendarbeit bei der Online-Antragstellung und bei der Kontaktaufnahme zur Schuldnerberatung.